Sachen. Das ist ein leckeres Köfferchen. Moin und Servus. Verehrte Freiläufer. Heiliger. Jo. Bis auf zwei Paar, die ich von Pelle zur Verfügung gestellt habe, also keinem Unternehmen, habe ich die Dinger alle gekauft. Das sind alles meine Sandalen, kein Sponsoring, keine Dauerwerbesendung. Und ich versuche da möglichst unabhängig auch und frei mitzugehen. Kein Satz. Das ist mit den Sätzen. Frei damit umzugehen. So könnte der Satz enden. Ich teste die Sandalen wirklich sehr, sehr gerne für euch. Ich kann aber halt nur nach meinem Empfinden gehen, so wie ich das jetzt hier empfinde und nach dem, was ich aus der Community weiß. Mehr ist halt nicht möglich. Ich kann jetzt hier nicht Stiftung Warentest machen und die Dinger irgendwie in Brand setzen oder 40 Milliarden Wiederholungen von dem machen und gucken, ob das Material hält. Nee, ist halt schwierig. Welche Sandale ich jetzt nicht extra mit in den Test genommen habe, ist die Shammer Mountain Goat. Das ist meine Trail-Sandale. Die laufe ich schon sehr lange. Die Warrior auch noch mal sehr viel länger. Die kenne ich einfach sehr, sehr gut. Kenne die Schwächen und Stärken und habe ich auch schon öfter mal was drüber erzählt. Deswegen ist das meine Referenz und die anderen, die können mal schön gucken, ob sie da rankommen. Ich bin aber auch ehrlich. Ich bin wirklich ehrlich. Bin ehrlich. Guck mal, wie ehrlich ich bin. Ist so ein Hundeblick ehrlich? Vivo Barefoot geht mit einem ziemlich andersartigen Modell ins Rennen. Hat hier das Y verbaut. Das ist ein Stück Leder. Dann gibt es hier unten einen Zehensteg-Riemen, auch mit Leder gemacht. Der Plug, der ist da so vernäht und verklebt. Dann gibt es hier so Wings. Luna nennt die so. Ich nenne die jetzt bei allen so. Also dieses Teil hier an der Seite, was den Fersenriemen nach oben bringt, damit er halt eben nicht so schnell von der Ferse hinten runterrutscht. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Mini-Wing. Die habe ich von Pelle bekommen und Pelle hat ähnliche Schuhgröße wie ich. Er hat mir nochmal versichert, dass das wirklich auch die richtige Schuhgröße ist. Und ganz ehrlich, was sich Vivo Barefoot dabei denkt, keine Ahnung. Ansonsten ist das Teil echt irgendwie eigentlich ganz, ganz schön verarbeitet hier. Und hinten das Klettband zum Einstellen, die Wings an der Seite fassen den Fuß erstmal so irgendwie ganz gut ein. Aber das hier vorne, was soll ich denn bitte da für einen Fuß haben in 41? Also das funktioniert überhaupt nicht. Und die Sohle, also das ist halt die einzige Sandale, die Vivo Barefoot hat. Und die Sohle, das sehe ich jetzt auch nicht wirklich für einen Trail. Die ist halt dann doch sehr dünn. Also es ist halt eher was für die Sauna oder so oder für die Stadt von mir aus auch noch. Ich schlapp damit hier einmal um, irgendwie ist das Ding durch. Also ich fühle mich damit vorne extrem unsicher jetzt schon. Für einen richtig harten Trail, ganz ehrlich, nee, das ist es nicht. Schala geht auch mit einem recht einfachen System an Start. Schön weiches Material hier. Ansonsten bekanntes System mit den Stanzungen hier. Der Riemen einfach drum gewickelt. Hinten gibt es noch ein elastisches Band. Und ansonsten haben wir hier die normalen zwei Stanzungen. Und das Ganze ist ein Riemen, der komplett rumgeht. Der Plug ist hier so eingehakt. Knalle zu eben nach hinten ziehen geht gar nicht. Das heißt, ich muss sie ausziehen. Beim angezogenen Zustand die Schnalle nachziehen geht gar nicht. Na gut, die Einstellungen brauchen alle immer so ein bisschen. Ja doch, Mann. Ah, wenn man ganz kräftig zieht. Also, dann geht's. Die hat hier sehr viel Spannung. Dadurch, dass es hier immer leicht auf Spannung oder mittelschwer auf Spannung ist, zieht es euch den Fuß immer so ein bisschen zwischen den Zehentrenner. Finde ich jetzt so semi-bequem. Also eigentlich gerade noch gar nicht. Mal gucken, vielleicht finde ich noch eine Einstellung. Und das ist jetzt halt das Ding, wenn ich jetzt hier noch mehr verstellen will, dann muss ich jetzt hier immer, wie früher auch, hier weitermachen und das ganze Band halt rumführen. Einmal hier, damit ich hier hinten mehr Spiel bekomme in der Ferse. Mache ich jetzt einmal und dann wisst ihr das bei den anderen Systemen auch. Ähnliche Riemensysteme finden wir zum Beispiel auch bei der Aborigin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auch da ist der Plug so eher verklebt, so wie das Luna früher gemacht hat. Insgesamt sieht die Aborigin eh irgendwie aus wie früher so ein bisschen die Luna Sandals. Die noch früher kennen, die wissen vermutlich, was ich meine. Auch da muss man jetzt halt mit dem einen Band die Einstellung finden und das eine Band immer komplett rumwickeln, bis man da vernünftig drin sitzt. Hier kann ich noch ein bisschen, nee, so richtig viel bewegen kann ich hier auch nicht hin und her. Also ich bin schon eher auf diese Einstellung fixiert. Eine kleine Besonderheit, die haben hier hinten ein elastisches Band und ein nicht elastisches Band. Ich
weiß nicht so hundertprozentig, wofür es da ist. Ja, es gibt ein bisschen nach. Hm. Ja. Und dann haben sie hier so Schrumpfschlauch, nennt man das aus der Elektrotechnik, Schrumpfschlauch über die Nähte gemacht. Ich musste jetzt so viel Band geben, damit es einigermaßen sitzt, dass das Logo hier schon nicht mehr gerade ist. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber das ganze Band hinten ist halt schon schief und es zieht bei mir jetzt in der Einstellung, die einigermaßen bequem ist, schon diesen Schrumpfschlauch hier in die Wicklung rein. Das könnte halt irgendwann problematisch werden. Vielleicht. Das Original. Naja, das mit der Aborigine, das ist schon ein bisschen, hat sich schon ein bisschen einfach gemacht, die alten Luna hier zu kopieren. Aber gut, mein alter Trecker hier, die Luna Oso Flacco, auch ganz klassisches Bandsystem mit Stanzungen. Hier hinten soll es noch etwas komfortabler wohl werden. Hier ist noch so ein Stück Schaumstoff, aber wie man sieht, ist das bei mir auch schon halb ab. Auch das ist Fummelei mit der einen Schnalle, die richtig einzustellen. Da muss man schon echt, da muss man schon wirklich viel, viel wickeln und winden. Gibt das gleiche Modell jetzt aber auch mit den Wings. Da sieht es ein bisschen anders aus. In einem anderen Test werde ich das neue Modell nochmal dazu nehmen. Zero Shoe macht noch was anderes, nämlich dieses Ding hier. Und das ist, ja, das ist so ein Ding. Das ist halt einfach die Variante, die wirklich den Zehentrenner zwischen dem ersten und zweiten Zeh nicht haben können. Hier gibt es nämlich ein Band, was vorne am Ballen rüber geht, links und rechts. Haben hier vorne ein Band halt, was man einstellen kann mit der Schnalle. Das geht erstaunlich schnell und gut, finde ich jetzt erstmal so. Hier gibt es auch so Wings an der Seite. Das finde ich schon mal ziemlich gut gemacht. Und hinten ein Klettband. Auch da ist bei mir jetzt nicht viel vom Klett dran. Mir ist immer ziemlich eng. So. Ich weiß nicht, wie eng die Leute ihre Sandalen schnüren, aber ich habe die eigentlich immer ziemlich entspannt. Da ist gerade bei mir nicht mehr viel Klett über. Also hier so, das geht bei mir gar nicht. Das zieht mir die Achillessehne rein. Ich muss die wirklich locker lassen. Hängt so gerade hier am Klett drin. Naja. Ja, fühlt sich gut an und man ist schnell drin und man hat die schnell eingestellt. Was aber halt in meiner Welt gar nicht geht. Also wenn ich das jetzt hier vorne einigermaßen festmache, dass es da den großen Zeh richtig schön in die Valgusposition zieht, da bin ich persönlich einfach raus. Aber die ist wirklich sehr bequem, muss man sagen. Earthrunner hat ein Band. Wer an Earthing glaubt, kann hier sich hier noch erden. Und das ist ziemlich kompliziert verwunden. Das ist aber gar nicht so schlimm. Da ist man ziemlich gut drin. Das ist ein sehr solides Band. Und es gibt hier an der Seite so eine Schnalle, wo man dann am Ende ja, alles mit einstellt mit einer Schnalle. Unterschied zu den anderen Sandalen ist, dass es ein, ich muss mal eben gucken, ein aus, hier ist aus, ja genau, dass es ein Außensteg gibt. Und kein Y, ne? Also dieses Y, was wir jetzt bei allen gesehen haben, sondern es gibt hier eine Befestigung an der Fessel. Das finden, glaube ich, ziemlich viele gut. Ja, meins ist es nicht so, aber ich versuche das jetzt mal außen vor zu lassen und das trotzdem objektiv zu betrachten. Fersenriemen, einigermaßen stabil. Das ist okay, also es braucht jetzt schon wirklich lange, bis man da drin ist. Ich habe jetzt hier auch sehr viel Überstand hinten, was ich damit mache. Weiß ich nicht, finde ich nicht so ganz geil. Wie gesagt, mir ist es halt nichts, aber ich kann verstehen, dass das viele Leute ganz cool finden und damit gut laufen können. Ich kenne da schon Berichte und kann mir auch vorstellen, dass gerade das Band hier, weil es sehr breit ist am zweiten Zeh, dass es da halt schon mal scheuert. Ich weiß aber auch, aus Quellen, die ich nicht nennen möchte, dass die sich da wohl was überlegt haben. Und das Ding sieht wirklich ein bisschen anders aus. Das sind wirklich so viele kleine Bänder. Damit haben die hier auch an der Außenseite so einen Wing gebaut quasi. An der Innenkante auch. Ja, und das bringt halt auch das Fersenband ein bisschen höher. Es gibt hinten ein Klett am Fersenband zum Einstellen. Das Y wird quasi dadurch dargestellt, dass man hier ein festes Band hat und oben Einstellungen vornehmen kann. Auch nochmal hier mit dem Klett. Leider, leider habe ich die eine Nummer zu groß gewählt. Das ist ja mit diesen Größen echt immer das Schwierigste, die richtige Größe zu finden. Die steht hier vorne sehr weit über, aber die ist ganz cool. Also es ist halt, die ist schnell eingestellt. Ich finde das hier wirklich mit dem einen Band hier vorne auch wirklich ganz nett. Und man kann sogar noch ja hier vorne verschieben, ja, ob man das ein bisschen seitlicher haben will oder gerade haben will. Das ist wirklich ganz nett. Dann kann man das Ganze hier komplett fixieren mit dem Klettband. Hinten hat man halt auch nochmal Schnallen zur Einstellung und hinten nochmal ein Klettband. Ich finde die jetzt schon mega bequem. Ich sehe aber auch das Material,
der Riemen, das ist alles ein bisschen, es ist alles ein bisschen günstiger, sagen wir mal. Ne? Also das Material, da merkt man schon, auch die Kletten hier, die gehen jetzt schon nach ein paar Mal, löst sich das hier ab und so. Also die Konstruktion an sich ist ganz cool, auch mit diesen selbstgebauten Wings. Ich habe die hier gerade auf dem Hinweg hoch schon angehabt. Ich merke, dass hier irgendwie was arbeitet. Also diese Wings, diese aus den Gurten gebauten Wings, die bewegen sich hier und die scheuern hier an der Seite so ein bisschen. Aber jede Sandale hat schon mal irgendwie Punkte, wo es scheuert. Die ist zwar günstig, klar, und die kostet manchmal sogar nur die Hälfte als die anderen Sandalen, aber man merkt halt auch, das Material, das fühlt sich alles so ein bisschen wie aus dem Nähheimbedarf an. Das ist alles nicht so, ich weiß nicht, ob die lange lebt. Das müssen wir dann nochmal sehen. Ansonsten ist die ultra bequem. Vielleicht für den Alltag eine richtig geile Sandale für Trail und lange Läufe. Die Shammer Sandals haben hier so Wings aus Leder an der Seite, wodurch das Fersenband schon mal in der Höhe steht. Innenseite und Außenseite das gleiche. Und dann gibt es hinten an der Ferse ein Klettband, womit man den Fuß schnell ausrichten kann. Es gibt oben auf dem Innenband ein Klettband. Dann kann man halt dieses Band noch verstellen. Gucken, wie es mit dem Außenband ist, ob man das ein bisschen strammer haben möchte, weiter höher oder weiter unten. Dann kann man halt hiermit gucken, wie weit man das Ganze rüberziehen will. Und das kann man halt im Trail ständig verändern. Wenn die Sandale nass wird, zack, mal eben nachziehen, dann dehnt sich das Ganze aus, hinten und vorne mal eben nachziehen. Wenn es wieder trocken wird, wenn der Fuß dicker wird, ne, das wird ja manchmal so ein Klumpatsch am Ende von einem langen Lauf, dann kann man die mal eben schnell wieder weitermachen, hinten und vorne mit den beiden Kletten. Also man ist mit dem Ding einfach schon sehr flexibel, was ich jetzt bei keinem anderen, naja, bei der PS, aber ansonsten, ich glaube, dass man die Zero Shoes auch noch relativ schnell verändern kann. Ansonsten kann ich jetzt diese Flexibilität bei keinem anderen außer den dreien feststellen. Bevor ich es vergesse, manche Hersteller bringen noch diese Stripes hier mit, die man sich um die Fessel machen kann, um das Fersenband zu befestigen. Mein Anspruch an eine gute Sandale wäre allerdings, dass man das Ding eigentlich komplett weglassen kann, so wie bei den Shammers. Ja, einen ersten Eindruck habe ich, aber wir reden ja über Trail-Sandalen und wo gehören die Dinger eigentlich hin? Richtig. Zeit für die. Wir machen es jetzt ganz einfach, ein Punktesystem von 1 bis 5. 1 ist, ja, geht gar nicht und 5 ist so, hey, Und ich habe mir folgende Kategorien überlegt. Tragbarkeit, also Komfort und wie ist der Sitz und so weiter. Einstellungsmöglichkeit, Bearbeitung und Trailigkeit, also wie gut ist das Ding im Gelände. Sandalen ist wirklich nicht die Stärke von Vivo Barefoot. Die sind zwar richtig gut verarbeitet, da gibt es nichts. Die sind jetzt, glaube ich, auch nicht für den Trail ausgelegt. Ich habe sie jetzt trotzdem da mal mit reingenommen. Eine sehr dünne Sohle, deswegen, na. Und man kann halt mit dem Riemensystem hier vorne, mit dem Y, nichts einstellen. Also wenn man da nicht den passenden Fuß für hat und auch vor allem den langen Fuß, dann ist das Ding nichts. Und wenn es passt, dann ist es auch eher was für den Alltag und vielleicht noch für die Sauna oder so. Charla ist erstmal solide verbaut, der Plug ist ziemlich gut. Das Band ist auch sehr angenehm erstmal, aber dadurch, dass es hier hinten das elastische Element gibt, was den Sitz am Fuß natürlich erhöhen soll. Mir macht das zu schaffen, weil da sehr viel Spannung auf dem ganzen Riemensystem ist und es hier vorne auch zwischen den ersten und zweiten Zeh reinzieht. Da man halt sich den zusätzlichen Stripe spart und das hier elastisch macht, hat das Ganze ziemlich viel Spannung, finde ich. Und die Einstellungsmöglichkeit ist jetzt auch sehr eingeschränkt und man muss schon hier wirklich sehr viel fummeln, wie bei all diesen Systemen das so ist, wo es halt nur die Wicklung unten gibt.
Es ist jetzt nicht so die mega Trail-Sandale, die ist jetzt auch nicht so dick, aber es ist halt die, die von Charla da in Frage käme. Ja, nicht so das Trail-Ding. Luna Sandals Oso Flacco ist halt schon echt ein Brett, also Trail-Tauglichkeit ist auf jeden Fall gegeben, aber eben halt auch nur mit dem zusätzlichen Stripe hier. Ohne den geht das Band immer flöten bei mir. Ich habe da vielleicht auch nicht so die wahnsinnige Ferse, wo das sich einhaken kann. Aber bei mir flutscht es immer runter. Ich kann das nicht ohne Techstripe laufen. Einstellungsmöglichkeit ist so mittelflexibel halt. Und die Verarbeitung ist super. Da macht Luna, glaube ich, keinem was vor. Die haben auch einfach wahnsinnig viel Erfahrung. Das ist richtig solide alles verarbeitet. Das geht halt heute besser. Und sie machen das ja jetzt mit den Rings auch vermutlich besser. Ich kenne die noch nicht. Aber dadurch, dass das Band hier immer runterflutscht, ist die Trailigkeit dann doch nicht so gegeben. Und das wäre für mich halt der Anspruch, diesen Stripe, diesen zusätzlichen Stripe an der Fessel wegzulassen, weil es halt Systeme gibt, die das schon machen und die das können. Und dann ist es halt auch dreimal geiler. Die günstige Alternative zur Luna ist die Aborigine, die sehr ähnlich verbaut ist. Auch hier das Riemensystem ohne so einen Wing. Auch da geht das Band immer flöten und die Trailigkeit ist nicht so mega gegeben. Einstellungsmöglichkeit eingeschränkt, also man kann auch hier vorne das Band kaum bewegen. Die Platte ist gut, die Verarbeitung ist auch gut. Geht halt heute auch besser. Dafür ist sie halt auch günstigerer als die Luna oder die Shammer. Und dass es bei mir da schon den Schrumpfschlauch in die Wicklung reinzieht, das finde ich nicht so cool. Und dieses Doppelband finde ich auch nicht gut. Und ich habe hier hinten schon fast diesen Schrumpfschlauch auf der Ferse sitzen. Ansonsten von der Tragbarkeit her ist die okay. Wenn es halt nicht in Trail geht, ist die einigermaßen bequem. Die Z-Trail, was mache ich denn damit? Also die ist eigentlich tatsächlich sehr bequem und die hält auch sehr, sehr gut. Also die Tragbarkeit ist eigentlich eine 5. Aber diese Verlegung vom Halux da vorne, dass es den Halux da so massiv reinzieht, eigentlich würde ich lieber 2 Punkte, ich nehme 1 Punkt weg, also 4 Punkte. Die Einstellungsmöglichkeit ist eher eingeschränkt, also es gibt nicht viele Wege, das zu verändern. Trotzdem fand ich zumindest schnell meine Einstellung und sie ist auch noch einigermaßen flexibel. Verarbeitung ist tipptopp, Trailigkeit. Naja, erstmal ganz gut, solange es trocken ist. Ich bin damit aber auch durchs Wasser gelaufen und danach war das Ding komplett offen im Prinzip. Also es hat so viel gearbeitet, dass ich vorne rausgerutscht bin beim Bergablaufen und das ging jetzt für mich gar nicht. Deswegen da nur 3 Punkte. Earthrunner haben halt dieses andere System, wo das Band nach außen hingeht und dann alles verwickelt ist. Ich kann das nicht haben. Ich bin da aber auch mit meinem Mordneurom vorne im Vorfuß ein bisschen vorbelastet und ich merke das sofort, wenn es halt die Zehen nach außen zieht da. Es gibt, wie gesagt, viele Menschen, die das cool finden. Oft ist das hier, dieses breite, massive Band, das, was stört und das habe ich auch so empfunden. Die Verarbeitung ist bis auf das Plug vorne, was so ein bisschen gebastelt aussieht, tipptopp. Flexibilität, Einstellungsmöglichkeiten, ja, da muss man schon auch recht viel fummeln, bis man das ganze Riemensystem hier rumgewickelt hat und so, finde ich jetzt nicht so geil. Trailigkeit fand ich aber, wenn sie einmal eingestellt ist, richtig gut, also die ist richtig fest und stabil am Fuß. Wie eine zweite Sohle, das ist cool. Komplette Bewertungstabelle findet ihr unten noch in der hier Infobox. Ne? Piesusios, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja gut, das ist jetzt, die sah nach dem Lauf im Wasser so aus übrigens, immer noch so aus. Ist jetzt keine richtige Trail-Sandale, weil die Sohle einfach auch zu dünn gewählt ist und trotzdem ist sie halt mega bequem. Also ich fand die richtig, richtig bequem. Auch das Fersenband geht nicht flöten hinten durch diese kleinen Wings hier. Und auch die Einstellungsmöglichkeit mit dem Band vorne, was man hin und her schieben kann mit den 2 Klettbändern, mit den 2 Schnallen, ist ziemlich gut und man ist da sehr flexibel. Die Verarbeitung, ich habe es vor dem Laufen schon gesagt, das sieht wirklich nicht gut aus und ich weiß nicht, ob das lange hält. Ich werde aber, da ich die Dinger ja alle gekauft habe und es meine sind, damit einen Langzeittest machen und in den nächsten Wochen damit regelmäßig laufen gehen und dann wird sich nochmal zeigen, ob das Zeug hält einigermaßen oder nicht. Im Moment sieht es nicht so aus, deswegen 2. Und Trailigkeit. Sobald es einmal nass geworden ist, das arbeitet alles wie Sau. Bin da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes komplett ins Schwimmen gekommen. Also Trailigkeit im Nassen gar nicht gegeben, eine 1. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eher, wenn man den Style mag, eine ganz coole, günstige Alltagsalternative sein kann zu den teureren Modellen. Puh, so, geschafft. Mir ist schon klar, dass das jetzt so wirkt, als würde ich die anderen gar nicht ranlassen wollen würden an meine Shammer.
Aber ganz ehrlich, Leute, die Sandalen, die ich jetzt gesehen habe, da fehlen natürlich noch ein paar von John Nimble zum Beispiel, haben wir keine bekommen, haben wir angefragt, aber da gab es wohl nicht mal welche im Lager, die sie uns hätten schicken können. Also es gibt natürlich noch ein paar, die ich testen dürfte, sollte, müsste. Aber bis jetzt kommt keine an meine Schammer ran. Und alleine dieses Wing-System hier ist so geil, weil man wirklich halt diesen zusätzlichen Stripe nicht braucht. Ich bin so flexibel, kann die so gut einstellen. Nee, liebe Leute, bis jetzt konnte mich noch nichts überzeugen. So, ich hoffe, ich bin jetzt unter den geplanten 12 Minuten geblieben. Bis dahin wünsche ich euch eine großartige Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Lauft frei. Ihr dürft den Kanal gerne abonnieren. Müsst ihr aber nicht, denn ihr seid ja freie Menschen, genauso wie ihr freie Läufer seid. Macht's gut bis dahin. Ciao, euer Emano. Trail.